mach Feierabend. Geht das mit der Frühschicht morgen klar? Machst du morgen die Frühschicht? Machst du morgen die Frühschicht? Thomas. Wo ist der? Thomas. Ach, Thomas. Thomas. Kein Empfang. Hallo? Mann, geht. Ja, hallo. Ich habe gerade meinen Kollegen gesehen, der ist, liegt am Boden. Der hat eine Platzwunde und Sie müssen unbedingt kommen, der ist bewusstlos. Jetzt auf Streife die Spezialisten. Rund 100.000 Einsätze verzeichnet der Rettungsdienst der Stadt Köln jährlich. An diesem Abend folgt Notärztin Dr. Silke Konrad dem abgebrochenen Notruf. Als einer der Sanitäter zur Versorgung des Verletzten in die Lagerhalle rennt, kommt es zur Katastrophe. Auch das Leben des Retters ist in großer Gefahr. Hallo, Rettungsdienst! Hallo! Wieso liegt ihr das? Was ist denn da los? Felix! Hey! Komm, lass uns rein. Wir gehen da nicht rein. Wir gehen da nicht rein. Was stimmt mit Felix? Mach Feuerwehr! Wir sind hier vor Ort mit einem RTW und einem NEF eingetroffen. Wir als NEF kamen etwas später, haben dann eine katastrophale Situation hier vorgefunden. Einer von unseren Kollegen war schon vor Ort in die Halle hineingelaufen, ohne seinen Kollegen, war dort kollabiert und lag genau neben der bewusstlosen Person in der gleichen Art und Weise, also bewusstlos. Leitstelle 1 NEF 1, bitte kommen. Das kann nicht sein. Wir haben hier an der Einsatzstelle eine ganz komische Situation. Der Kollege vom Sani, also vom RTW, ist reingegangen und liegt jetzt auch bewusstlos daneben. Schickst du uns bitte 2 Rettungswagen hinterher plus die Feuerwehr. Wir gehen jetzt nicht rein aus Eigenschutz. Wir haben verstanden, eine Einsatzstelle, unbekannte Situation. Ich will weiter Hier nicht rein. Ja, bitte. Also wir haben jetzt hier eine absolut unklare Situation. Ein Kollege ist hier schon drin, der ist absolut höchstwahrscheinlich bewusstlos. Vielleicht ist da ein Gas, was wir hier jetzt nicht beurteilen können. Es riecht hier nichts, es brennt hier nicht. Wir müssen jetzt erstmal gucken, wir beachten jetzt erstmal den Eigenschutz. Wir gehen jetzt erstmal nicht rein. Nur wenige Sekunden, nachdem Sanitäterin Marion Fröhlich die Feuerwehr angefordert hat, erreicht der Löschzug den Unglücksort. Dann die überraschende Erkenntnis. Die Kollegen um Einsatzleiter Björn Eckhoff haben einen völlig anderen Notruf erhalten. Was macht ihr denn jetzt hier? Wir haben eben gerade euch an Nacht gefordert. Das ist doch keine Ihr habt uns nachgefordert. Was? Wir haben Brandalarm hier, einen Feueralarm haben wir. Nein. Also wir hatten Einsatzmeldung, bewusstlose Person, unklare Lage. Jetzt kommen wir hier hin, einer von unseren Kollegen da drin, bewusstlos. Ja, Moment, das ist doch... Das ist der Felix von uns. Du Scheiße, ja, ey, was ist das? Warte, Moment. Ja, pass auf, der ist einfach reingelaufen, wir waren noch gar nicht da. Felix! Nein, der reagiert nicht mehr. Reagiert nicht, oder was? Nein. Ich denke mal, das muss ich nicht erklären, dass ich natürlich, dass der Puls hochgeht und dass man natürlich in dieser Sekunde riesengroße Sorgen hat, was ist mit dem Kollegen, warum, wieso, weshalb. Und da ist natürlich höchste Eile geboten. Ganz kurz, ohne Strahlrohr, hier vorne, der Kollege liegt hier vorne, hast du schon gesehen? Genau, Menschenrettung, Kollege, rausholen sofort, okay? Mit Atemschutzgerät ausgestattet, retten die Feuerwehrleute zunächst den bewusstlosen Sanitäter. Noch ist völlig unklar, welche unsichtbare Gefahr in der Lagerhalle lauert. Auch der gemeldete Brand bereitet den Einsatzkräften Kopfzerbrechen. Lass den Brand erstmal zweitrangig sein. Ich habe auch keinen Qualm gesehen bis jetzt. Okay, hier, komm. Hey, komm her. Raus. Da bewegt sich doch was, da kommt wieder Leben rein. Komm, auf die Trage, komm, raus. Komm her, Junge. Und den anderen holt er mir auch raus. Einfach los, ey. Den anderen. Das kannst du nicht machen. Er war total orientierungslos, er klagte über Schwindel, Atemnot. Er war primär bewusstlos geworden, Gott sei Dank bei der Rettung dann wieder ansprechbar und wach, bei Gott sei Dank stabilen Kreislaufverhältnissen. Für uns war erstmal zunächst unklar, was hier überhaupt der Auslöser war, was jetzt hier überhaupt vorlag. Ich musste mich aber erst dann um den zweiten Patienten kümmern, sodass es für mich erstmal hier nicht so wichtig war, sondern erstmal primär die Versorgung der Patienten durchführen. Felix, bleib hier. Erstmal eine Sättigung, Augen auf. Der Rucksack ist da drin. Okay. Ja, machen wir gleich. Pass auf, wir haben ihr seid der zweite RTW. Wir haben eine absolut unklare Lage hier. Wir haben 2 bewusstlose Personen, unklar, da drin in der Halle. Einer von unseren Kollegen ist unkontrolliert hier reingelaufen. Ja. Am besten holt mir komplettes Monitoring, eine Trage. Und wir holen den zweiten jetzt auf jeden Fall hier noch raus. Ja, die sind schon dabei, die holen ihn gleich raus. Bring mir Sauerstoff auf 10 Liter hoch, bitte. Okay, zweite Person kommt. Los. Nicht so weit rein. Packst du mit an? Komm, wir packen. Ja. Habt ihr? Warte. Hallo! Das ist unser Patient. Reagiert nicht. Okay. Frage dabei. Wir haben einen großen Arm.
Gut, erstmal drauf. Komm, hier, so. Eins, zwei, drei. Komm, ansprechbar? Okay. Nein. Nein, nicht ansprechbar. Machen Sie mal Mund auf, hören Sie mich, Rettungsdienst. Okay, alles klar. So, erstmal Ambulbeutel drauf. Ab ins Auto, wir schließen ihn erstmal an, dann ans Monitoring. Ja. Keine Ahnung, was das jetzt hier ist. Hallo? Neben ihm, da hat das Handy. Vielleicht ist er der, der angerufen hat. Hallo? Wer sind Sie? Setz ihn mal auf. Ja. Moment mal, seid mal leise bitte. Mein Kollege, wo ist mein Kollege? Wer sind Sie denn? Was ist denn hier passiert? Ja, mein Name ist Frank Heinrichs. Ich habe angerufen. Was ist hier passiert? Wo bin ich denn? Wir sind der Rettungsdienst. Ganz ruhig, ganz ruhig. Mein Kollege ist da drin. Mein Kollege liegt da. Der, da ist noch einer. Er spricht von seinem Kollegen, der noch drin ist. Ja. Einsatzleiter. Warte, ja, ich höre dir zu. Einer noch, höchstwahrscheinlich noch einer da drin. Können Sie mir einen Kollegen? Können Sie mir ungefähr sagen, wo er sein könnte? Ja, hinter Ihnen. Wo bin ich denn? Ja. Sie sind jetzt draußen vor dem Tor. Komm rein ins RTW. Ja. Sie müssen hier rein, da diese Richtung und dann links in einen Raum. Wie viele sind hier noch drin? Wie viele? Ich weiß nur, dass mein Kollege. Ich habe meinen Kollegen da gesehen. Ja, okay. Während sich das Team um Einsatzleiter Björn Eckhoff auf die Suche nach dem vermissten Kollegen macht, will Dr. Silke Konrad mehr Details zum Unglückshergang erfahren. Jede Information ist jetzt entscheidend, um das Leben weiterer Menschen zu retten. Was ist denn hier überhaupt passiert? Können Sie mir das sagen? Mal habe ich das Bewusstsein verloren. Ich habe noch meinen Kollegen bewusstlos gesehen. Sie arbeiten hier? Ja, ich arbeite. Ich habe meinen Kollegen bewusstlos am Boden gesehen. Okay. Und dann weiß ich noch, dann habe ich Sie angerufen und auf einmal... Wissen Sie nichts mehr? Bin ich, glaube ich, auch bewusstlos geworden. Pass auf, ihr macht mir jetzt hier ein Monitoring, komplettes Monitoring dran. Ich mache hier unten einmal los. Können Sie bitte einmal die Füße aufstellen? Ja, nochmal. Silke, ganz kurz. Ich habe gerade die Information bekommen, da ist eine Frau gekommen gerade, da soll wohl noch jemand drin sein. Deswegen guck mal, dass du ganz schnell hier fertig wirst, dass du ganz schnell zu mir rüberkommst, ja? Okay. In der Zwischenzeit ist die Ehefrau des vermissten Mitarbeiters eingetroffen. Noch geht Feuerwehreinsatzleiter Björn Eckhoff davon aus, dass es sich bei der zweiten gesuchten Person um einen weiteren Kollegen handelt. Ein Trugschluss, wie sich gleich herausstellen wird. Was ist denn hier passiert? Was ist hier los? Das erklären wir Ihnen gleich alles. Ja, ganz ruhig. Wir brauchen erstmal Informationen, was jetzt hier, wie viele Personen drin sind. Also Ihr Mann und das Kind. Mein Sohn. Wer sonst noch hier ist? Wie alt ist Ihr Sohn? 10. Also Kind, kleines Kind. Okay, alles klar. Gut. Wissen Sie irgendwo, wo die ungefähr sein könnten hier? Nein, ich kennen Sie sich keine hier mit dem Gebäude aus? Nein, mein Mann arbeitet noch nicht so lange hier. Sie waren noch nicht drin, Sie kennen sich nicht aus, Sie können mir zu der Lage nichts sagen. Nein, okay, alles klar. Okay. Es wird jetzt gerade noch eine Stufe krasser. Genau. Sie vermisst nicht nur Ihren Ehemann, sondern hier muss noch ein 10-jähriges Kind drin sein, männlich. Ja, ganz ruhig, erstmal, ganz ruhig. Ja, wir kümmern uns drum, okay? Nur ich brauche jetzt erstmal Informationen, damit wir suchen können. Und dann können wir uns umso schneller finden. Deswegen bleiben Sie ganz ruhig, ich weiß, es ist schwer, bleiben Sie einfach hier. Ja, und wir kümmern uns drum. Wir suchen das Gebäude gerade ab, okay? Ja? Ganz ruhig, ganz ruhig. Okay. Sie konnte mir jetzt nicht so viel zum Gebäude sagen, weil der Mann wohl noch nicht so lange hier arbeitet. Aber ich hatte die Information, es ist Ihr Mann da drin, mit sehr großer Wahrscheinlichkeit, und es ist Ihr Kind da drin. Und deswegen war sie natürlich zur richtigen Zeit hier, auch wenn sie uns natürlich für ein Momentchen, ich sag mal, Zeit gekostet hat, weil wir sie beruhigen mussten. Aber das war in dem Fall für mich wirklich sehr wichtig, dass ich diese Information bekommen habe. Ja, ganz ruhig. Ich kümmere uns drum. Wir haben ein Wort. Ja, das verstanden. Björn, hast du gehört? Wir haben eine bewusstlose Person gefunden und eine gehfähige Person. Die bringen die jetzt beide raus. Ist mein Sohn dabei? Ist mein Sohn dabei? Wir sehen jetzt gleich, Erwachsen oder Kind. Ja. Wer vermisst noch ein Kind? Ja. Ja? Okay. Die besorgte Mutter hofft, dass die Retter nicht nur ihren Ehemann, sondern auch den 10-jährigen Sohn gefunden haben. Als die Feuerwehrleute mit den Patienten die Halle verlassen, zerschlagen sich die Hoffnungen der 37-Jährigen sofort. Der zweite Gerettete ist nicht ihr Sohn und ihr völlig fremd. Erstaunlicherweise hat der Mann keinerlei gesundheitliche Beeinträchtigungen, obwohl er ebenfalls in der Halle war. Eins, zwei und drei. Okay. Pass auf, wir haben jetzt hier... Machen Sie mal ab. Genau, richtig. Okay. So. Kann sie einer noch mal... Marion, hier ist noch einer. Kümmere ich mich drum. Das ist der Ehemann. So. Das Hallo? Ist der Ehemann. Okay. Das ist der Ehemann, sagt die Frau. Wer sind Sie denn? Ich bin der Dominik Wels. Wie geht's Ihnen? Mir geht's Ihnen aber. Ich weiß gar nicht, was hier los ist. Okay. Ihn dann bitte mal Marion. Marion, hast du eine Möglichkeit, ihn anzunehmen? Komm, gib mal das hier bitte. Ja? Wir müssen intubieren. Er war nicht mehr ansprechbar, er war komplett bewusstlos, sodass ich mich hier für eine Crash-Intubation entschieden habe, um hier die Atemwege zu stabilisieren und den Patienten zusätzlich mit Sauerstoff zu versorgen. Gib Gas! Los jetzt! Der schmiert mir doch hier ab, Mensch! Los, rein da! Rein! Das Notarztteam weiß zu diesem Zeitpunkt immer noch nicht, was die lebensgefährliche Bewusstlosigkeit der Patienten ausgelöst hat. Informationen erhofft sich Dr. Silke Konrad von der Ehefrau. Was ist das jetzt hier für eine Lage? Keine Ahnung. Das ist ein Chaos.
Wissen Sie, was hier passiert ist? Was ist das hier für eine Firma? Okay. Was produzieren die hier? Du kommst recht. Irgendwelche Verbrennungsmaterialien oder irgendwelche Abgase oder irgendwas mit Gas, Chemikalien. Wie erst mal angefangen ist, ich weiß nicht. Wir haben dann im Verlauf des Einsatzes die Information bekommen, dass eine sogenannte CO2-Löschanlage hier ausgelöst hat. Das heißt, hier muss irgendwo ein Brandherd gewesen sein. Diese Anlage ist in Gang gegangen. Diese Patienten, gehen wir davon aus, dass es sich hier um eine sogenannte Kohlenstoffdioxid-Vergiftung handelt. Kohlenstoffdioxid ist ein geruchloses Gas, was halt zu einer Problematik der Atmung führen kann. Es verdrängt den Sauerstoff im Blut und kann auch den Atemreiz vermindern, sodass hier die Patienten bewusstlos waren und die Atmung gestört war. So, wie sieht's aus? Können wir euch noch helfen? Oder? Ja, wir sind jetzt kurz vor der Intubation. Schon eine geringe Menge von Kohlenstoffdioxid im Blut führt innerhalb weniger Minuten zum Tod. In der Zwischenzeit will Björn Eckhoff erfahren, wie es zu dieser hohen Konzentration in der Halle kommen konnte. Vor allem aber rast jetzt die Zeit. Der 10-jährige Sohn des Mitarbeiters ist immer noch vermisst. Wir haben eine Löschanlage oder sowas, kann das sein? Wir haben eine CO2-Löschanlage. Einen kleinen Raum in der Nähe von der Treppe, wo ich gefunden wurde, wo ich mit rausgenommen wurde. Hast du es mitgehört? Ja. Okay, dann suchen wir den Bereich noch mal intensiver ab. Sagst du dem Trupp Bescheid? Genau. Alles klar, okay. Wissen Sie irgendwas davon, dass hier noch ein Kind im Gebäude ist? Ja, der Kollege hatte seinen Sohn dabei. Der müsste. Ich weiß nicht, wo der hin ist. Ich habe den nicht. Ich meine, ich habe ja auch zu tun. Okay, ist kein Problem. Wäre nur schön gewesen, ist kein Problem. Ja, Ihren Kollegen haben wir. Ja. Wann haben Sie den zuletzt gesehen? 5 Minuten, 10 Minuten länger? Oh nee, das ist schon eine Stunde her. Stunde her ungefähr. Ich war oben am Arbeiten. Ja, okay, alles klar. Als diese Person rauskam, ansprechbar war, war das für mich natürlich der Joker, sag ich mal, auch hier weitere Informationen zu sammeln. Genau das habe ich getan. Und da habe ich dann auch erfahren, es gibt hier eine CO2-Löschanlage, es gibt, wo die verschiedenen Räume sind, welche Ebenen es hier gibt, was hier gelagert wird und so weiter. Und das war natürlich ganz wichtige Information für mich. Okay, ja gut, dann lassen wir es jetzt suchen, ne? Ich weiß, Sie sind unverletzt, Sie müssen trotzdem noch einen Moment hier bleiben, bitte, bis die Situation komplett geklärt ist. Wir sind jetzt links rum von der Halle. Ja, okay. Und dann links, so wie er beschrieben hatte, in Richtung der CO2-Löschanlage. Ja, perfekt, super. Alles klar. Gib mir sofort eine Rückmeldung, wenn du was hast. Ja, sofort. Ja. Okay, gut. Ja. Das ist natürlich Mist, ne? Das ist jetzt hier noch das Kind, ist extrem krass jetzt halt, ne? Oh, warte. Nein, stopp. Oh, Ich sag der Silke Bescheid. Geht schon mal darüber. Wo ist die Silke? Silke, kannst du weg? Wir haben ein Kind. Das Kind haben wir jetzt. Ist raus. Ich brauche dich sofort vorne. Okay, kannst du weg? Er ist ja schon. Ja? Wenn irgendwas ist, ich gebe ist das okay? Alles klar. Gibt's auf jeden Fall. Ja, ist okay. Nach. Alles klar. Okay. Ja. Warte mal. Moment. Stopp. Halt. Ja. Was ist denn jetzt los? Das Kind. Wir haben das Kind rausgeholt schon. Okay. Ja, du brauchst es sofort. Da. Hier vorne. Komm, Merkel. Da ist es. Da. Komm her. Ist bei Bewusstsein. Okay, wir haben Schmauchspuren. So, hallo, wie heißt der? Julian. Julian, okay. Hallo. Ja, so ein bisschen. Schmauchspuren sehe ich auch. Warte mal. Guck mal. Ja. Auf dem Weg dahin. Mach mal Mund auf, bitte. Innen drin nichts, ist wahrscheinlich kein Innenraum. Okay. Kommen Sie zu mir. Ja, Sie können sofort. Bleiben Sie meiner Nähe, okay? Bleiben Sie meiner Nähe, Sie können hier bleiben, okay? Keine Ahnung, was hast du gemacht hier? Kannst du uns das sagen? Was ist hier passiert? Weißt du nicht? Er hatte Rauchspuren um den Mund herum. Es war unklar, wo er sich überhaupt hier aufgehalten hat. Er wies aber auch Schwindel, Orientierungslosigkeit und Atemnot auf. Auch die Sauerstoffsättigung war sehr geschwächt. Wir haben uns aber trotzdem aufgrund der Kreislaufparameter, die hier stabil waren, für eine minimalinvasive Therapie entschieden. Das heißt, er hat eine Sauerstoffzufuhr bekommen. Er bekommt jetzt erstmal Sauerstoff. Jetzt? Wir untersuchen jetzt erstmal, ne? So, mein Freund, du bekommst jetzt erstmal eine Maske, ja? Aber er kommt wieder auf die Beine. Wir schauen mal, ne? Komm mal hoch mit dem Kopf. Der 10-Jährige ist noch völlig benommen und muss zunächst ärztlich versorgt werden. Was die CO2-Löschanlage ausgelöst hat, wird gleich für eine Überraschung sorgen. Während Einsatzleiter Björn Eckhoff die Rettungswagen koordiniert, machen seine Kollegen im Inneren der Halle eine wichtige Entdeckung. Alles gut, ich bin so froh, dass du mich anlächelst, hör mal, wirklich. Ja, wir müssen nochmal zur Kontrolle ins Krankenhaus. Ja. Notärztin ist noch beschäftigt, die Kollegin, ja. Kommt sie noch mal? Sie kann gleich noch mal vorbeikommen. Wenn du noch nicht sicher bist, bleibst du stehen. Ansonsten könnt ihr aber auch fahren, ja? Alles klar? Okay, gut. Alles Gute. Okay, ja, alles klar. So. Wie sieht's aus? Hast du irgendwelche Informationen für mich? Wir haben keine Person mehr gefunden. Ja. Die haben wohl den Brandherd gefunden. Die kommen jetzt irgendwie mit dem Mülleimer. Da kommen sie schon. Mit dem Mülleimer. Okay. Da hat's wohl drin gekokelt.
Ihr habt aber alles abgesucht soweit? Wir haben alles abgesucht. Ja, okay. Ja. Was ist das denn überhaupt? Das irgendwie... Ja, ich sag jetzt mal, kleine Ursache, große Wirkung. Wir reden hier von einem kleinen Matheheft, was wir hier gefunden haben, ja. Und dieses Matheheft in einem Mülleimer, das war also die lokalisierte Stelle, die hier gebrannt hat und die zu diesem Schadensereignis eigentlich auch geführt hat. CO2-Löschanlage heißt natürlich für mich auch ganz klar, dass hier Sauerstoff verdrängt wird, dass eben halt auch im unteren Bereich oder im Bodenbereich unter Umständen eben halt nicht mehr geatmet werden kann, beziehungsweise kein Sauerstoff mehr verfügbar ist. Und das ist natürlich im Nachhinein auch ein Schluss darauf, warum die Kollegen da vorne zusammengebrochen sein können. Weiteres wird natürlich jetzt im Krankenhaus bzw. bei der weiteren ärztlichen Untersuchung festzustellen sein, ob es das wirklich war. Für mich im Moment ist es auf jeden Fall eine der Ursachen, die möglich sind. Ich war überall, habe alle gesichtet, ich habe allen ein Go gegeben von meiner Seite aus. Wenn du jetzt das Go gibst, können die fahren. Alles ja? Klar, okay. Okay. Ja. Alles klar, okay. Ja, mehr haben wir nicht. Ja. Alles, also wie gesagt, nochmal, alles abgesucht. Alles abgesucht, okay, wir lüften jetzt durch. Perfekt. Und dann sind wir durch. Ja? Okay. Der Sanitäter und der Melder haben eine leichte Kohlendioxidvergiftung ohne Spätfolgen erlitten. Der Vater des Jungen wurde eine Woche intensivmedizinisch in einer Spezialklinik betreut. Das in Brand geratene Matheheft löste die CO2-Löschanlage aus, die den Sauerstoff im Gebäude verdrängt und so die Zusammenbrüche verursacht hat. Da CO2 schwerer ist als Luft, war der Techniker, der auf einem Regal gearbeitet hat, nicht betroffen.